Baustellen, Staus auf norddeutschen Autobahnen geht oft gar nichts mehr. Das nervt viele, aber einige Abschnitte müssen eben dringend erneuert oder ausgebaut werden. Beispiel die A7 nördlich von Göttingen. Weil dort die Autobahn mehr Platz braucht, müssen Bauern und andere Eigentümer ihr Land verkaufen. Im Sinne des Gemeinwohls. Extrem gemein ist allerdings, dass die Besitzer fast schon erpresst werden und die Enteignung droht. Das wissen die gar nicht. Das können sie sich gar nicht vorstellen, eine Scholle zu besitzen. Und wenn einer kommt und ist böse und nimmt dir das weg, weil der Staat das so möchte. Ich finde das nicht gut. Es gehört doch uns. Der Staat will ihr Land zum Spottpreis. Und wenn sie nicht freiwillig verkaufen, dann werden sie enteignet. Alles für den Ausbau der A7. Die soll zukünftig auch hier 6 Fahrstreifen haben. Wir haben davon erfahren, wie die Behörde hier an das Land der Leute kommen will. Da soll gedroht, getrickst und viel zu wenig bezahlt werden. Wir treffen Christian von Plate. Er soll mehr als ein Dutzend Flächen entlang der Autobahn verlieren und fühlt sich von der Behörde über den Tisch gezogen. Und Sie machen sich nun stark wofür? Was ist Ihre Forderung? Wenn jemand Fläche verliert, muss er die Möglichkeit haben, sich entsprechendes Land wiederzukaufen. Wenn er dafür keine ausreichende Bezahlung kriegt, kann er das nicht. Das heißt, im Grunde ist es eine Form von Enteignung, die dann stattfindet, wenn diese Preise völlig aus dem Ruder laufen. Gerade mal rund 2 Euro je Quadratmeter will der Staat für sein gutes Ackerland zahlen. Dabei stützt sich die Straßenbaubehörde auf Gutachten. Und so kommen die Gutachter zu ihrem Ergebnis. Man geht in die Vergangenheit und schaut sich an, was haben Grundstücke in der Gegend gekostet in den letzten Jahren. Und hier hat man die Jahre 2011 bis 2014 genommen. Ein Verkaufsgeschäft, was 2016 stattfinden soll. Das ist so lange in Ordnung, wie man relativ stabile Bodenpreise hat, die sich nicht verändern. Aktuell haben sich Bodenpreise rasant verändert, nämlich nach oben hin. Das heißt, diese Kaufpreissammlung bildet die Bodenpreisentwicklung nicht bis heute ab, sondern sie hat die nur einfach einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit abgebildet. Und was kostet gutes Ackerland heute, 2016, in dieser Gegend? Nicht für das Jahr 2016. Uwe Heinrich Flohr ist Landmakler. Wir zeigen ihm eines der Gutachten, auf die sich die Behörde stützt. Hier, meines Erachtens, ist dieser Preis überhaupt nicht repräsentativ. Jedenfalls nicht für das Jahr 2016. Wir sind bei gut und gerne einem doppelt so hohen Kaufpreis. Also so um die 4 Euro. Richtig, pro Quadratmeter. Für landwirtschaftliche Fläche dieser Güte. Das heißt, wenn ich zu Ihnen komme und sage, ich möchte gerne für diese 2 Euro oder 2,30 Euro den Quadratmeter gutes Ackerland hier haben in der Gegend, sagen Sie, geht nicht? Nein, geht nicht. Aussichtslos. Aussichtslos. Offensichtlich will sich die Behörde das Land zum Spottpreis unter den Nagel reißen. Moderner Landraub für den Autobahnbau. Christian von Plate zeigt eine seiner Ackerflächen. Auch hier soll er Land hergeben. Für rund 2 Euro den Quadratmeter. Sie können das ja sehen, das ist vollwertiges, hochwertiges Ackerland. Also es ist jetzt nicht irgendein Stück Drecksland irgendwo am Waldrand oder Steine, Schotter. Und dieser Streifen da oben, hier wird ein Streifen entlang der Autobahn benötigt. Weil die hier verbreitert wird, das ist der mehrspurige Ausbau. Genau, kommt ein Streifen dazu. Zu dem angebotenen Preis wird er keinen Quadratmeter verkaufen. Damit steht er nicht allein. Wir besuchen einen kleinen Hof, der auch für den A7-Ausbau Land hergeben muss. Sind wir schon unterwegs gewesen heute und haben uns schon so ein paar Stellen angeguckt. Ja, und das ist mein alter Hof, den ich von meinen Eltern gekriegt habe, den ich versuche zu retten. Jörg Hilbert, Norddeutscher Rundfunk. Frau Ahnemann? Ja, Frau Ahnemann. Moin. Und mein Vater sitzt halt meistens im Rollstuhl und ja, meine Mutter ist noch total fit mit ihren 83. Aber er ist so fit, dass wir ihn begrüßen können. Ja. Na, dann machen wir das doch mal. Ja. Dann gehen wir doch mal hin. Moin, moin. Jörg Hilbert, Norddeutscher Rundfunk. Guten Tag. Wir haben der
das ganze Material mit Pferden angefahren. Mit Pferden? Mit Pferden. Ich war 12. Ich bin morgens in die Schule und Nachmittag habe ich Backstein gefahren. Ein Leben lang geschuftet für ein kleines Stück Land. Gerade mal 25 Hektar hat der Hof. Und nun will der Staat davon 1,3 Hektar. Die Landaufkäufer kamen zu ihnen nach Hause und drängten auf einen schnellen Vertragsabschluss. Der vom Amt hat dann gesagt, das würde ihn alles überhaupt nicht interessieren, in wie vielen Generationen der Hof hier ist. Und das interessiert überhaupt nicht. Ich könnte überhaupt froh sein, dass sie überhaupt noch mal hierher kommen und mit mir sprechen würden. Und das müssten sie ja alles gar nicht tun. Sie könnten mir ja jetzt einfach nur den Vertrag hinlegen. Und ja, und irgendwann hat mein Mann gesagt, jetzt reicht's. Jetzt verlassen Sie bitte unser Haus. Raus. Raus. Man bekommt das Gefühl vermittelt, entweder gebe ich das Land jetzt her oder es sieht jetzt noch schlechter aus für mich. Also das kriegt man ja erstmal vermittelt. Doch Katrin Bayer will sich nicht unter Druck setzen lassen. Für die angebotenen 2,34 Euro je Quadratmeter verkauft sie nicht. Sie weiß, ihr Land ist viel mehr wert. Gutachten der Behörde hin oder her. Nun wird es Zeit, mal bei der Straßenbaubehörde nachzufragen. Wir wollen wissen, warum die mit veralteten Preisen an das Land der Leute kommen will. Wir zahlen die Preise, die der Gutachterausschuss uns als zu dem Zeitpunkt, da das Gutachten erstellt wird, realistischen Preis nennt. Wäre es denn möglich, dass man die Situation dadurch entschärft, indem man allen zusichert, es gibt noch mal ein aktualisiertes Gutachten? Das ist eine Möglichkeit. Ja, das wäre ja sinnvoll. Wenn die Gutachten ein entsprechendes Alter haben, dann ist eine Aktualisierung möglich. Also würden Sie abraten zu unterschreiben, wenn das Gutachten zu alt ist? Nein. Warum nicht? Ich denke, ich kriege ein neues, wenn ich nicht unterschreibe. Es ist möglich. Und wenn jemand unterschreibt, ist er der Dumme. Wenn jemand unterschreibt zum jetzigen Zeitpunkt und er sich mit uns über den Preis einig ist, dann steht der Kaufpreis fest. Christian von Plate wird nicht unterschreiben. Er will sich enteignen lassen. Dann entscheidet wohl ein Gericht über den Preis. Katrin Bayer will es soweit nicht kommen lassen. Ihr hat die Behörde jetzt endlich ein neues Gutachten zugesichert. Ich weiß, dass ich meinen Teil für die Allgemeinheit beitragen muss. Das mache ich auch gerne, aber nicht doppelt und dreifach. Ich gebe mein Land her. Ich lebe damit, dass ich jetzt 1,3 Hektar weniger Land habe. Aber ich möchte nicht noch damit leben, dass ich das Gefühl habe, ja, ich wurde einfach nur betrogen. Wir sind eins. ARD.